Traditionelle Alpkäseverkostung hat gestern in Bregenz stattgefunden. Nürnberg ist ja bekannt für den Alpkäse. Allein im vergangenen Jahr ist mit der Milch von mehr als 500 Alpen wieder der würzige Käse erzeugt worden. Tradition hat da mittlerweile auch der Alpkäseanschnitt am Gebhardsberg in Bregenz. Zum 25. Mal haben sich Senner, Gastronomen und auch Feinschmecker getroffen. Bringet mir an Roggenkäse vom Niesen und vom Räsen. Jetzt besser's wüsste ich wirken zum Grüßen und zum Essen. Auf 130 Alpsennereien wurde vergangenen Sommer wieder mit viel Geduld und Know-how Rohmilchkäse hergestellt. Dass der zum Gaumenschmaus wird, liegt in den Händen der erfahrenen Senner. Mit Glückkäse geht's, klappt das gleich von Anfang an, so wie bei mir, oder? Und sonst, keine Ahnung, dann gibt es vielleicht eh auf, wenn es nicht funktioniert. Verstecken muss sich der heimische Käse im internationalen Vergleich nicht, meinen die Experten. Wir haben natürlich in den Nachbarländern, haben wir wie Frankreich, Italien, die was einfach einen Namen haben mit Käse. Und ich glaube halt bei uns in Österreich, auch hier im Vorarlberger Raum, die Leute wissen oft gar nicht, was wir für einen tollen Käse haben. Und das sollte sich auch im Preis niederschlagen dürfen. Das müssen die Leute verstehen, was dahinter steckt, in der Naturlandschaft, wo der Käse hergestellt wird, mit der Arbeit, die dahinter ist, mit welchem Engagement. Für den echten Alpkäse-Fan gilt: Je räser, desto besser. Er muss extrem würzig sein. Ich finde das toll und darum finde ich das auch ganz toll. Je älter er ist, umso würziger ist er. So wie diese Delikatesse aus dem Jahr 2017. Man muss ein bisschen vergangen zischen für die Zunge. Ja, es ist also schon, wie soll ich sagen, einige Jahre hat er auf dem Buckel, aber hat natürlich gut geschmeckt, muss man sagen. Wer nicht ganz so lange warten will, kann den Alpkäse jetzt schon genießen. Gerne auch mit einem guten Gläschen Wein. Es geht doch nichts über einen guten Alpkäse.